Sie sind doch alle ahnungslos, die sind alle verrückt. Ihr seid doch alle verrückt. Ihr habt total gerne Verrückte im Publikum. Ja, so ein Schizophrener, der kauft ja mindestens 2 Tickets. Das ist nicht lustig. Vor 20 Jahren haben Wissenschaftler in der Schweiz ein interessantes Experiment gemacht. Die sind in kleine Dörfer gegangen und haben zu den Leuten gesagt, weißt du was, bei dir hier im Dorf, da müssen wir ein Endlager für Atommüll bauen. Und über die Hälfte der Leute hat gesagt, ja, ist scheiße, aber irgendwo muss es ja hin. Dann sind die in andere Dörfer gegangen. Dann haben schon Leute gesagt, hier bei dir im Dorf, da müssen wir so ein Endlager für Atommüll machen. Aber einmal im Jahr bekommst du 10% von deinem Jahresgehalt als Abfindung. Plötzlich wollten die Leute das nicht mehr. Über die Hälfte wollte das nicht mehr. Haben angefangen nach Moral zu forschen. Hat man 20 Monate alte Kinder mit einem Erwachsenen in den Raum eingesperrt. Der Erwachsene hat was fallen lassen. Über die Hälfte der Kinder ist los, hat sie aufgehoben. Dann haben angefangen, die Kinder dafür zu belohnen. Plötzlich haben die das nicht mehr aufgehoben. Was lernen wir draus? Der Mensch an sich ist gut. Der Mensch an sich handelt moralisch gut, solange er keine Belohnung dafür bekommt. So gesehen eine echte Chance für die FDP. Das ist übrigens ganz wichtig, wenn Sie politisches Kabarett machen, brauchen Sie so einen Stuhl. Das ist extrem wichtig. Politisches Kabarett brauchen Sie so einen Stuhl. Ne? Wenn Sie auf so einem Stuhl sitzen, also so ein Stuhl, das ist quasi das Ed Hardy-T-Shirt der politischen Kabarettisten. Ja, aber wenn du auf so einem Stuhl sitzt, bekommen selbst extrem dünne Texte plötzlich so eine Metaebene. Kannst du auf so einem Stuhl sitzen und die größte Scheiße erzählen. Aber die Leute, die denken immer, nee, da steckt mehr dahinter. Ich habe immer gesagt, es gibt zu wenig Verrückte. Nach dem letzten Wahlsonntag bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht reicht es jetzt auch. 41,5% für eine Kanzlerin, deren Politik daraus besteht, dass sie sagt, sie wäre alternativlos. Innodemokratie. Der Wahlkampf bestand daraus, dass sie durch die Gegend gelaufen ist und sagte, ach, war doch alles schön. Prima. Gefährlich wird es jetzt erst, wenn ihr anfängt, große Hüte zu tragen und mit der Kutsche ins Kanzleramt fährt. Der Rösel hat damals gesagt, ab jetzt wird die FDP liefern. Ja, die werden jetzt liefern. Die nächsten 4 Jahre. Pizza-Taxi in Berlin. Das Einzige, was die FDP in den vergangenen 4 Jahren geliefert hat, war ein Orientteppich von Dirk Niebel von Afghanistan nach Deutschland. Naja, aber ist ja alles super. Läuft. Solange am Ende des Monats der Dispo einigermaßen ausgeglichen wird und am Ende des Jahres genügend Geld für einen Flatscreen da ist und die Sportschau weiter um 18 Uhr kommt, ist mir das alles so scheißegal. Läuft alles super. Spitze. Könnte nie besser laufen. Der aktuelle Verpflegungssatz für ein Kind unter Hartz IV für Essen und Trinken pro Tag liegt bei 3,02 €. Für gutes Essen und Trinken. 3,02 €. Der aktuelle Verpflegungssatz für einen Polizeihund liegt bei 6,80 €. Wenn Sie es jetzt noch schaffen, Ihr Kind zum Polizeihund abzurichten, knappe 10 €. Ja, wir müssen es alles anders bewerten. Ne? Wir sind alle komplett orientierungslos. Wir haben da nicht mehr alle Schrauben im Schrank. Wir sind komplett orientierungslos. Natürlich. Natürlich sind wir orientierungslos. Deswegen haben wir inzwischen auch alle so ein Navi im Auto.
Ich persönlich finde ja, so ein Navi im Auto ist der erste Schritt zum betreuten Wohnen. Ja klar, war doch früher ganz anders. Wenn wir früher in Sommerurlaub gefahren sind mit meinen Eltern, natürlich mit dem Wohnwagen, so viel Klischee musste sein. Da saßen meine Mutter, mein Bruder und ich im brüten heißen Auto. Vorne auf der Motorhaube hatte mein Vater so eine Weltkarte ausgelegt. Da hat er so 5 Minuten mit zusammengekniffenen Augen draufgestarrt. Da ist er eingestiegen, losgefahren. 2 Tage später waren wir in Südfrankreich. Und wenn meine Mutter ihn dann vollkommen fassungslos angestarrt hat, hat er gesagt, Schatz, ist doch vollkommen normal, dass im Rahmen der EU die Franzosen auch Schwedisch sprechen. Ich fand es als Kind immer arschkalt in Südfrankreich. Scheiß Franzosen mit ihrem Knäckebrot. Ich verstehe das nicht. Alle orientierungslos, natürlich. Ich sage, in ein paar hundert Jahren wird es Leute geben, die Postboten wie Götter verehren. Ja. Nur weil die bei ein paar tausend Adressen von alleine wissen, wo sie hin müssen. Na klar, du musst doch selber nichts mehr machen. Das Navi sagt mir, wo ich hinfahren soll. Meine Frau sagt mir, was sie anziehen soll. Mein Chef sagt mir, was sie arbeiten soll. Und wenn ich dann in der Kantine gefragt werde, Kohlroulade oder Schnitzel, da fange ich an zu stottern. Zu viele Entscheidungen auf einmal. Ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass diese Orientierungslosigkeit so langsam in Bereiche übergreift, wo man früher gesagt hätte, da ist Orientierung so eine Art Grundkompetenz. Ich weiß nicht, wie das hier in Mainz ist, aber mir ist es in den letzten 7 Jahren in Berlin bei den Taxifahrern aufgefallen. Vor 6, 7 Jahren bist du in Berlin in ein Taxi eingestiegen, hast gesagt, schönen guten Tag, einmal Eisenacher Straße 25. Da hat der Taxifahrer einmal ganz laut Scheiße geschrien. So das Berliner Pendant für einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie mit mir Auto fahren. Ja, die Berliner haben eine ganz eigene Vorstellung von Humor. Die haben echt eine komplett eigene Interpretation von Humor. Weißt du, als ich ganz frisch in Berlin war, da hatte ich einen Auftritt auf der Insel Rügen. Und ich war zu spät und wollte vom Bahnhof fahren, renne über den Bahnsteig, springe in den Zug rein und rufe dem Schaffner beim Vorbeispringen so zu, hält dieser Zug auf Rügen? Woraufhin er zurückbrüllte, wenn nicht, gibt's einen riesen Platscher. Stehst du da? Ja, wie gesagt, vor 6, 7 Jahren bist du in Berlin ein Taxi eingestiegen, da haben wir Scheiße geschrien, 1/4 Stunde später warst du zu Hause. Heute steigst du ein und dann fangen die an, so Gesprächsgruppen mit dir zu gründen. Ich sage, einmal Eisenacher Straße 25. Sagt er, ja, kenn ich. Sag ich, das ist ja schon mal gut. Ich dachte, das ist so an der Hauptstraße, wo die Vorwerkstraße so schräg abgeht, wo die Akazienstraße kreuzt, da ist auf der Ecke so eine Starbucks. Sag ich, mein lieber Kutscher. Erstens gibt es in dieser Stadt wahrscheinlich ein paar hundert Starbucks-Filialen, weil auch die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland anscheinend immer noch nicht kapiert hat, dass sie auch bei Starbucks für 3,60 € zu 96% heißes Wasser bekommen. Zweitens, wenn ich wüsste, wo die Vorwerkstraße abgeht, würde es dann nicht mehr Sinn machen, wenn ich vorne und Sie hinten sitzen würden? Da hörst du nichts mehr. Nur noch das Getippel auf dem Touchscreen. Weil wir orientierungslos sind. Natürlich, ich kann es Ihnen sogar beweisen. Sie müssen nur mal an den Platz gehen, wo die Leute keinen Zugriff auf den Navi haben. In die Fußgängerzone. Samstagmittags, 14.30 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie Sie noch laufen gelernt haben. Bei uns in Holland war das relativ einfach strukturiert. Es hieß ein Fuß vor den anderen. Das Ganze nach Möglichkeit in wiederkehrender Reihenfolge. Trotz Holzklotzen. Simpel. Heute laufen die so.
Die laufen ganz schnell, dann bleiben die stehen, machen einen Schritt nach rechts, drehen sie nach links um. Das ist wie Cruise Missiles mit gestörter Bordelektronik. Eine Fußgängerzone Samstagmittags, das sieht aus wie ein Ameisenhaufen, wo ein Schäferhund draufgekackt hat. Da ist komplettes Chaos. Und das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die im Radio auch die Verkehrsmeldung für die Bürgersteige durchgeben. Da heißt dann in Zukunft, auf der Akazienstraße in Höhe des indischen Restaurants Yam Yam, zähfließender Verkehr in beide Richtungen, weil eine junge Mutter mit Kinderwagen jegliche Lenkgewalt verloren hat. An der Ecke Golds-Grunewaldstraße 50 Meter Stau, weil ein Opa mit Rollator sich seit 50 Ampelschaltungen nicht entscheiden kann, ob er nach links oder nach rechts will. Das ist auch so eine Erfindung, Rollatoren. Wissen Sie was, das ist das Nordic Walking für Faule. Ja, natürlich, Sie können mir doch was erzählen, was Sie wollen, aber das kann keine gesunde Körperhaltung sein. So laufe ich doch irgendwann von alleine. Das sieht immer aus wie ein Bauarbeiter, dem sie die Ladefläche von der Schubkarre abgeschossen haben. Sag mal, Günni, hast du meinen Schutt gesehen? Hier war doch gerade noch Schutt. Und ich glaube auch, und das glaube ich wirklich, ich glaube, dass Frauen die bessere Orientierung haben. Da können wir Männer jetzt über rückwärts einparken, philosophieren, so lange wie wir wollen. Statistisch bewiesen, Frauen sind die besseren, sicheren Autofahrer. Und ich glaube auch, dass die Frauen besser im Gehen waren. Und als das die Männer kapiert haben, da hat ein Mann den Stöckelschuh erfunden. Und seitdem schwanken die wieder nebeneinander her. Von hinten durch ihre Jack Wolfskin-Partner-Look-Jacken sowieso nicht mehr zu unterscheiden. Dein Leben lang versuchst du so individuell wie möglich zu sein und dann endest du in Partner-Look-Jacken von Jack Wolfskin. Ich glaube, das nennt man Satire. Und so schwanken sie der Sonne entgegen gemeinsam in eine bessere Zukunft. Und was wird die Zukunft bringen, hä? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Weil wir orientierungslos sind. Ist ja nichts mehr da, was uns Halt geben kann, ne? Ist alles weg. Politiker sind mit ihrer eigenen Geschichte verbandelt. Wir hängen nur noch vor dem Rechner ab und unser Leben findet vor Facebook statt. Religion kann sie ja auch alle haken. Wir haben inzwischen auch alle Notstand im Dachstübchen. Die einen fokussieren sich mehr und mehr auf den Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen. Im Kirchendeutsch heißt es dann Ministrantenweihe. Und die anderen fallen nur noch einmal im Jahrzehnt auf, wenn sie hackenstramm mit dem Auto durch Hannover fahren. Wobei die Käsmann da bis heute mein größtes Verständnis für hat. Ich persönlich kenne niemanden, der Hannover nüchtern erträgt. Das sind also Karrieren, die sind nur in unserer hochzivilisierten Welt möglich. Ja, die fährt einmal hakenstramm mit dem Auto und wird plötzlich zur moralischen Instanz. Plötzlich hieß es, Frau Käsmann, was ist mit Afghanistan? Frau Käsmann, wollen Sie Bundespräsidentin? Nur weil die einmal hakenstramm mit dem Auto durch Hannover. Das ist doch ein Affront gegen die Stammtische dieser Nation. Die ballern sich seit 30 Jahren Abend für Abend die Birne weg und deren moralischen Leiergesänge will keiner hören. Ein Anteil einer anderen Religion ist der festen Überzeugung, die Bevölkerung auf die Vorzüge des Glaubens aufmerksam machen zu können, indem sie sich spontan in die Luft bringen, sprengen. Wiederum andere folgen so einem netten älteren Herrn, der in rote Bettlaken gehüllt ist und grundlos vor sie hinkichert. Aber der Dalai Lama ist ja als politischer Führer Tibets zurückgetreten. Und ich sage das Gleiche, was ich damals schon bei Auf dem Außerirdischen gesagt habe. Mir wird vor allen Dingen sein Lachen fehlen. Dann gibt es noch die, die stehen schweigend mit so einem Wachturmheftchen in der Fußgängerzone rum. Als ich frisch in Deutschland war, wusste ich immer nicht, was das ist. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Strategiemagazin für Schachspieler, der Wachturm.
Habe ich sie verstanden? Ein Kumpel gesagt, nein, es ist eine religiöse Gemeinschaft und da steht deren Wahrheit drin. Und ich sage, aber warum sagen die es uns nicht einfach? Sagt er, nee, ist nicht deren Konzept. Dann gibt es noch die, denen Tom Cruise nicht Warnung genug war und die einen doch eher durchschnittlich begabten Science-Fiction-Autor für die Krone der Schöpfung halten. Können also festhalten, eure Religion hat offensichtlich immer was mit Leuten zu tun, die die Orientierung verloren haben. Aber bei den Katholen ist ja jetzt alles super. Die haben ja jetzt auch einen Obama. Jetzt wird alles schön. Der Ratzinger ist weg. Der kommt auch nie wieder. Der Ratzinger ist weg. Der kommt auch nicht zurück. Hier kommt der Heesters nochmal zurück. Er ist ja auch Ende letzten Jahres gestorben. Hat da auch keiner mehr mit gerechnet. Ich habe Respekt vor Glauben. Ich habe auch Respekt vor Menschen, die an etwas glauben. Aber ich habe ein ganz großes Problem mit Leuten, die die Organisation und Interpretation von Glaube für andere Leute übernehmen. Diese ganze Dienstleistungsnummer. Ich lese die aus dem Buch vor und erkläre dir anschließend auch noch, wie es gemeint war. Und da beginnen immer die Probleme. Leute, die anderen Leuten erklären, wie sie etwas zu glauben und zu verstehen haben. Diese Indoktrination von gefühltem Halbwissen aus schlecht übersetzten Büchern. Wenn ich das schon höre, Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Ja, na und? Das ist eine uralte deutsche Erfindung. Das machen die seit Ewigkeiten unten an der Mosel. Moses hat das Meer geteilt. Ja, na und? Walter Ulbricht hat Deutschland geteilt. Aber es geht ja keiner mehr hin. Die Kirchen stehen ja leer. Ich frage mich, wie sie das alles finanzieren. Die ganzen Paläste, das Personal, die Alimentezahlung, kostet alles Geld. Warte auf den Tag, wo die katholische Kirche mal von so einem Unternehmensberater saniert werden muss. Wenn da mal so ein McKinsey rangeht. Na, da wird ein knallhart rationalisiert und eingespart. Der Bischof kann doch den Weihrauch, den Wein, die Bibel und das Brot auch alleine durch die Kirche tragen. Da braucht er doch kein Personal für. Da kriegt er einen schönen Weidenkorb umarmen und auf geht's. Und was da eingespart wird, das kann man mal wieder ins Abendmahl investieren. Die wollen uns doch als Kunden langfristig binden. Da gibt's jetzt kein langweiliges Esspapier zum drauf rumlutschen mehr, sondern mal so ein frisches französisches Baguette und ein schöner Bordeaux. Aus dem Weinberg des Herrn. Wir müssen noch nicht immer alles alleine trinken. Seit 2000 Jahren tun die jetzt schon mit dem gleichen Stück durch die hauseigenen Theater. Und was ist deren Quintessenz? Früher war alles besser. Wir haben ein vollkommen vermurkstes und verkorkstes Verhältnis zur Sexualität. Das Zölibat wurde eingeführt, um die Kirche vor den Besitzansprüchen von Kindern von Kirchenoberhäuptern zu beschützen. Das war nie eine Frage der religiösen Überzeugung. Da ging es schlicht und einfach um Geld. Und wir glauben immer noch, die Taliban wären religiöse Spinner und verblendete Fanatiker. Gut, im ungefragten Namen des Islam sprengen sich Leute spontan in die Luft. Das ist natürlich auch mal eine schöne Möglichkeit, die frohe Botschaft und das Volk zu kriegen. Wenn sich da so ein armer Irrer inmitten von Hunderten von Leuten in die Luft sprengt, dann werden die Angehörigen der Opfer hinter bestimmt sagen, also Mensch, das mit dem Islam ist eine tolle Sache. Schön, dass der junge Mann uns das mal so ein bisschen näher gebracht hat. Und wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? In so einem Ausbildungslager für Selbstmordattentäter. Steht da vorne der Lehrer, vor ihm sitzen die Schüler. Und dann schnallt er sich so eine Sprengstoffweste um und dann sagt er, so Jungs, gut aufpassen, ich werde euch das nur einmal zeigen. Weil es also diese armen Irren gibt, wird der Dönermann um die Ecke plötzlich zum potenziellen Attentäter. Der steht seit 20 Jahren in Wuppertal und schneidet seine Lammspieße mit dem Elektromesser und versteht weder die, die sich in die Luft sprengen, noch die, die plötzlich einen Bogen um ihn machen. Und das Ganze nennt sich dann nicht Rassismus, sondern Islamdebatte.
Die führen wir einmal im Jahr, diese Islamdebatte. Und da kommen auch immer die gleichen Argumente. Was wir brauchen, ist so ein Kopftuchverbot. Diese Kopftücher müssen von diesen Köpfen runter. Ja, wunderbar, einverstanden, aber dann doch gleiches Recht für alle. Dann sollen die Nonnen in Zukunft auch unverhüllt durch die Gegend rennen. Die sind genauso maskiert. Aber es ist wieder mal der verzweifelte Versuch, die Angst vor dem Fremden nicht durch Verstehen, sondern durch optisches Gleichmachen verschwinden zu lassen. Aber nicht die Optik ist das, was unterscheidet, sondern das, was seit 2000 Jahren von religiösen Führern an Angst und Feindbilder in unsere Köpfe implantiert worden ist. Nicht die Hülle unterscheidet uns, sondern das, was wir denken. Und um das in den Griff zu kriegen, müssen wir einfach nur miteinander reden. Das ist das einzige Geheimnis. Wir müssen nur miteinander reden. Wir brauchen keinen Tom Cruise, der eine Leuchtfigur für ein Weltunternehmen ist, was sich Scientology nennt, aber Monopoly spielt. Wir brauchen auch keinen dusseligen Papst, der die Antibabypille verbietet, aber dessen hauseigene Vatikanbank jahrelange Aktien von Pharmafirmen besessen hat, die Antibabypille hergestellt hat. Und wir brauchen auch keine durchgeknallten, selbsternannten islamischen Religionsführer, die sich jahrzehntelang von Staatsmächten haben Ausbildung und Waffen liefern lassen und von heute auf morgen entscheiden, ihr seid keine Verbündete mehr. Ihr seid ungläubig und ihr müsst sterben. Was wir brauchen, sind richtige Vorbilder. Leute wie Lothar Matthäus, Daniela Katzenberger, mit Menschen, die so unfassbar doof sind, dass wir endlich mal wieder Demut vor diesem Leben bekommen. Mit Menschen, bei denen du dir so denkst, ach komm, Hauptsache gesund. Kluger Kopf hat mal gesagt, nicht Gott braucht uns, wir brauchen Gott. Wir alle miteinander, so wie wir hier sitzen, haben die Religion erfunden, um uns selbst nicht zu vergessen. Wir brauchen sie, um die großen Fragen des Lebens zu beantworten. Der Sinn des Lebens, der Sinn des Sterbens. Und seitdem herrscht da oben dichtes Gedränge. Schließlich will jede Religion den Jordan über den richtigen Steg überqueren. Wir kriechen Gott abwechselnd in den Hintern. Ich bin der Bessere unter den Menschen, denn ich sage, dass Gott der Größte und der Beste ist. Ich tue ganz viel für ihn. Ich spreng mich in die Luft für ihn. Seit 2000 Jahren schlagen wir uns jetzt gegenseitig die Köpfe zu Brei, in der Hoffnung, dadurch Gott näher zu sein. Währenddessen der wahrscheinlich da oben sitzt und sie denkt, woher wollt ihr überhaupt wissen, dass ich einen Hintern habe? Und dabei könnte es so unfassbar einfach sein. Ne? Es könnte so unfassbar einfach sein. In der jüdischen Tora steht geschrieben, was du nicht liebst, das tue auch deinem Nächsten nicht. Vom Propheten Mohammed ist überliefert, keiner von euch hat den rechten Glauben erlangt, solange ihr für einen Nachbarn nicht liebt, was ihr für euch selbst liebt. Und im Neuen Testament sagt Jesus, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Wäre wahrscheinlich zu einfach. Amen. Ich kann Ihnen keine Antworten geben. Ich kenne nicht mal die Fragen. Aber eins weiß ich. Das weiß ich hundertprozentig. Es wäre alles nicht passiert, wenn mein Vater noch leben würde. Der wusste immer, was zu tun ist. Selbst wenn er mal nicht wusste, was zu tun ist, wusste er, was zu tun ist. Und deswegen möchte ich mich heute Abend von Ihnen verabschieden, so wie sich mein Vater immer verabschiedet hat, wenn er irgendwo eingeladen war. Denn er konnte was Besonderes. Er konnte den Leuten eine Sekunde schenken, in denen sie nicht an die Zukunft und nicht an die Vergangenheit gedacht haben. Ein, zwei Sekunden in ihrem Leben, wo sie nur im Hier und Jetzt verankert waren, ganz in der Gegenwart. Und es war nichts Philosophisches. Es war auch nichts Intellektuelles. Es war banal. Am Ende des Abends versammelte er immer so ein paar Leute um sich herum und fragte er irgendeinen, du nenn mal irgendeine Spielkarte aus einem Pokerkartenspiel. Und dann sagte derjenige, Pik Sex. Und dann nahm mein Vater sein Portemonnaie aus der Tasche und in diesem Portemonnaie war ein Umschlag. Und in diesem Umschlag war eine Spielkarte. Und das war die Pik Sex.
Das war so ein bisschen wie gerade jetzt hier. Für eine Sekunde haben die Leute gestaunt und Zukunft und Vergangenheit vergessen. Und mich hat das als Kind immer so fasziniert. Ich wollte immer unbedingt wissen, wie das geht. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, weißt du, Junge, manchmal ist es besser, wenn man etwas nicht versteht. Ich habe das als Kind nie verstanden. Also habe ich ihn irgendwann heimlich beobachtet, wie er diesen Moment vorbereitet hat. Er stand in seinem Arbeitszimmer, nahm ein Kartenspiel in die Hand, fächerte es auf, atmete ein, atmete aus. Und beim Ausatmen nahm der eine Karte aus dem Spiel raus in Umschlag. Am Abend das gleiche Spiel. Jemand hat eine Spielkarte, das war genau die Karte. Als ich 18 wurde, sagte mein Vater, jetzt ist es soweit. Du musst es machen, du musst es übernehmen. Also habe ich das allererste Mal in meinem Leben so ein Kartenspiel in die Hand genommen. Habe das aufgefächert, eingeatmet, ausgeatmet, eine Karte rausgenommen in den Umschlag, bin zu meiner Mutter gerannt, habe gesagt, Mama, nimm mir irgendeine Spielkarte. Sagt sie, Herz 8. Mach den Umschlag auf, hol die Karte raus. Und es war die Herz 9. Ich lag genau eine Karte daneben. Aber was so auffällig war, immer wenn ich das gemacht habe, lag ich immer eine Karte genau daneben. Wenn jemand sagte Kreuz 3, hatte ich die Kreuz 2. Ich lag immer eine Spielkarte daneben. Also war wahnsinnig frustrierend. Und dementsprechend selten habe ich das gemacht. Im Jahr 2007 ist mein Vater gestorben. Kurz vorher haben wir uns nochmal gesehen und ich komme rein, er lächelt mich an. Sagt er, na, hast du noch eine Karte im Portemonnaie? Sag ich, ja. Sagt er, wollen wir nochmal? Sagt er, Herzkönig. Und ich nehme das Portemonnaie raus, den Umschlag, hol die Karte raus. Und es war die Herzdame. Lag wieder ein daneben. Und dann hat er mich ganz lange angeguckt und zu mir gesagt, weißt du, Junge, vielleicht ist es deine Bestimmung, vielleicht ist es dein Weg. Das ist dein eigener Weg, du liegst halt immer einen daneben. Das ist deine Bestimmung. Ein paar Tage später ist er gestorben. Und seit diesem Tag nehme ich jeden Tag so ein scheiß Kartenspiel in die Hand. Fächer es aus, atme ein, nehme eine Karte raus, pack die in den Umschlag in mein Portemonnaie. Dreimal dürfen Sie raten, was wir jetzt machen. Die Dame hier vorne, nennen Sie mal irgendeine Farbe, rot oder schwarz, vollkommen egal. Rot. Der Herr daneben, nennen Sie mal irgendein Symbol, das ist dann entweder Herz oder Karo. Karo. Der Herr hier vorne, stellen Sie sich vor, dieses Karo-Symbol beginnt sich vor Ihren Augen zu multiplizieren. Es werden immer mehr Karos und Stück für Stück sehen Sie immer deutlicher plötzlich eine Spielkarte, eine Karo-Karte vor Ihrem Auge. Welche Karo-Karte sehen Sie? Die Karo 8. Und auch heute Abend habe ich natürlich eine Spielkarte in mein Portemonnaie getan, in einen Umschlag. Und heute Abend hier in Mainz wollten sie die Karo 8. Und es ist die Karo 9. Und so gibt mir dieser kleine Moment des Staunens gemeinsam mit Ihnen Hoffnung. Hoffnung nicht nur für das Leben, sondern sogar für den Tod. Nicht für den Tod an sich, aber für den Moment, an dem ich an der Seite meines Vaters begraben werde und ein allerletztes Mal seine Stimme höre. Leg sie wieder ein daneben. Gute Nacht.